Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squads. Wir sind heute am Start mit der 11. Folge und es gibt wieder die Belohnung der Weekend League. Es gibt wieder Foot Champions Rewards, die werden wir heute abholen und werden die öffnen und werden versuchen, eine geile Karte für unser 7-Minute Squad zu ziehen. Und ich hoffe, das heute gefällt euch. Wenn das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich tierisch über freuen, wenn wir 1000 Likes annähernd mal wieder schaffen. Wäre das richtig, richtig geil. Vielleicht lohnt es sich auch in dieser Episode, weil was Krasses ziehen. Wir werden sehen. Merchandise ist in der Videobeschreibung. Link zu IG Vault mit 6% Rabatt auf eure Coins ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Der Code lautet MaxGamingTV. Relativ easy und simpel, wie ihr da eure günstigen Coins bekommen könnt. Und mein Merchandise ist natürlich nicht das Einzige, was ihr da auschecken könnt, sondern auch gerne meine Social Media Links wie Instagram und Twitter. Momentan bin ich auf Twitter leider nicht so aktiv, weil mein Internet gedrosselt ist, aber ansonsten bin ich da sehr aktiv. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht länger rum, sondern starten durch mit den Sets. Foot Champions Weekend League abgeschlossen und bekommen ein seltene Gold-Set, zwei seltene Mega-Set und 45.000 Münzen dafür, dass wir Gold 2 dieses Wochenende erreicht haben. Für die Weekend League bin ich qualifiziert und ja, dementsprechend müssen wir das Turnier nicht mehr spielen, aber legen mal los mit den Sets. Sind dreimal wieder 45.000 Münzen dazu. Ich bin gespannt, was es werden wird. Wir haben ein 50k-Set dementsprechend und zwei von diesen 30 seltenen Objekten-Sets, wo 26 Gold drin sind. Die sind ziemlich geil. Ich finde die sogar, glaube ich, geiler als die 100k-Sets. Ob sie genauso werden, ist die Frage. Wir ballern los mit dem ersten seltene Goldset. Der Leck war mir nicht lang genug. Die Sternschnuppe ist ganz, ganz klein und ganz, ganz mickrig. Und es wird Joe Hart. Nein, es wird Jack Butland. Ach Mensch, guck mal einer an. Das ist mal interessant. Meine Nemesis dieses Jahr. Der beste Torwart im Spiel. Ich meine das genauso, wie ich sage. Jack Butland. Ach, das ist gar kein Spielerset. Okay, das ist ein 25k-Set. Entschuldigung. Jack Butland ist der beste Spieler im Spiel. Der beste Torwart im Spiel. Der overpowerte Torwart im Spiel. Und einfach eine Maschine. Alle, die noch nicht Jack Butland gespielt haben, probiert ihn aus. Der ist der Wahnsinn. Ich nehme ihn auch auf jeden Fall mit in den Verein, weil das ist einfach zu krank. Ich komme gegen ihn überhaupt nicht klar. Adler, der sich die Hand gebrochen hat und dieses Set war mal wieder meh. Ah, vielleicht werden die seltenen Megasets besser. Wir machen das erste auf. Wieder kein Lecker, vielleicht eine etwas dickere Sternschnuppe. Ja, die gefällt mir doch schon ein bisschen besser. Und diesmal wird es Eva Banega, wie es ausschaut. 84er Rating, das ist zumindest mal ansatzweise in Ordnung. Nicht wertvoll, aber auch nicht schlecht. Dazu Wernblobis, Keado, Kuyate, Agra und Atsu. Das alles wiederum nicht so klasse, aber wir speichern das alles im Verein und haben hier noch, ja, Duplikate, und zwar den Perfect Link und ein paar seltene Spieler wie beispielsweise Aspas und Kampel und so weiter und so fort. Allerdings sind die alle nichts wert, deswegen werde ich die discarden. Genauso wie Slaven Milic, 3800 Münzen. Und damit kommen wir schon zum letzten Set. Die Belohnung bisher mal wieder relativ wack, aber vielleicht ja diesmal, ne, der Leck war nicht lang genug. Das ist eine ganz kleine Sternschnuppe. Das ist ganz, ganz bitter für mich. Aber es wird immerhin Diego Alves, 83er Rating. Trotzdem mal wieder nichts Tolles dabei in diesen Belohnungen. Irgendwie habe ich da kein Glück mehr. Aber Martial könnte zumindest noch ein bisschen was wert sein. Ja, 15.000 Münzen, das ist doch schön. Dementsprechend nehmen wir den mal mit. Und das wird unser zweiter Spieler werden. Theo Walcott könnte vielleicht auch für was geben, weil jetzt wieder Weekend League ist. Nö, geht da nicht. 1000 Münzen, nehmen wir ihn mit. Kolarov noch dazu. Haben wir noch irgendeinen schönen Spieler hier? Oh, nee. Kruse, Torres und halt eben Diego Alves, der glaube ich aber auch für nichts gehen wird. Nee, deswegen werden wir auch den discarden. Ja, das war mal wieder ein bisschen ernüchternd, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hätte ein bisschen mehr erwartet, aber ich habe einfach in diesen Sets sowieso kein Glück mehr. Und von daher nehme ich die 45.000 Münzen einfach gerne mit und freue mich darüber. Gut, ich würde sagen, unser Team steht schon mal so halb. Wir brauchen auf jeden Fall eine Formation mit Flügeln. Und wir brauchen eine Formation mit einem 10er. Und da gibt es leider Gottes nur eine. Und das ist die 4-3-3-4-Formation. Und über die werden wir dann logischerweise auch gehen. Wir stellen Banega auf die 10. Wir stellen Anthony Martial auf die linke Seite. Und können dann eigentlich auch schon loslegen. Nee, das ist der Lone Martial. Wir nehmen den Martial. So, wir können eigentlich auch schon loslegen. In 5, 4, 3, 2, 1. Und go. So lange hat es gedauert, meinen Timer jetzt aufzurufen, aber jetzt können wir durchstarten. Und ich habe schon einen Spieler im Kopf, mit dem wir diesen beiden Spieler verlinken können. Und der ist relativ offensichtlich. Das ist nämlich der Kollege Kondogbia. Geoffrey Kondogbia spielt ja bekanntlich bei Inter und wird dementsprechend unsere Verstärkung zentral Mittelfeld sein. Habe ich auch schon im Verein, selbstverständlich. So, damit sind wir durch für diese Episode. Spaß. Wir gehen in den Sturm. Wir stellen da Marcus Rashford hin. Ich habe den noch nicht ausprobiert, würde aber ganz gerne mal. Und dementsprechend machen wir das heute. 1500 Münzen wird er ungefähr kosten. Ja, okay, alles klar. Fehler bei der Connection. Wir haben den jetzt gekauft. So, zumindest in unseren Köpfen. Gut, wie machen wir weiter? Wir gehen in die Premier League auf die rechte Seite und da stellen wir einfach mal in Argentinier hin. Und zwar stellen wir da Eric Lamela hin von den Tottenham Hotspur. Das ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Beziehungsweise, nee, wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler erstmal. Oder nee, wir machen einfach, warte mal, die linke Seite. Wie machen wir die?
Mit Franzosen? Wir können ihn mit Franzosen machen, theoretisch. Dann dürfen wir aber keinen argentinischen Stronglink benutzen, sondern lediglich... Sekunde. Lass mich drüber nachdenken, wie die Struktur aussehen müsste. Ich muss erstmal nachgucken, ob das geht. Pereira, das ist schon... Ja, Pereira ist schon mal gut. Und? Nee, Pereira ist nicht gut. Also Pereira ist gut, aber Pereira ist nicht auf die Art und Weise gut, wie ich es gerne hätte. Das versteht ihr jetzt nicht, aber das werde ich euch gleich erklären. Ich brauche nur einen Argentinier aus der Liga. Okay, es gibt wahrscheinlich nur Pereira. Okay, das heißt, wir brauchen einen rechten Mittelfeldspieler von... beziehungsweise einen rechten Flügelspieler von Watford. Gibt's da wen? Isaac Success gibt's da. Rechter Flügel, wie sieht's da aus? Isaac Success. Und der kostet 15.000 Münzen. Was? Nee, das ist mir zu viel. Das ist total bescheuert. Warum kostet der 15.000 Münzen? Haben die einen Schaden? Muss ich eventuell mal umswitchen, weil ich gebe keine 15... Also das hat nichts mit Geiz zu tun, einfach mit Logik. Lanzini, das gefällt mir schon besser, weil rechts gibt's Feguli auch. Das ist ja... Wieso soll man 15.000 Münzen für einen... Success, einen Silberspieler ausgeben, das verstehe ich. Früher, ja, okay, früher mit Silberscores, aber jetzt mittlerweile, naja. Gökhan Töre, Antonio oder Feguli? Feguli gibt es ja anscheinend nicht, aber der ist auch rechter Flügelspieler, wahrscheinlich gibt es den deswegen hier gerade nicht. Da ist er. Das Ding ist bei Töre natürlich, dass der ein bisschen mehr Physis hat, Feguli hat mittlerweile aber auch Forster-Skills. Ist noch ein bisschen schneller, aber schlechteres Passspiel, wir nehmen Töre. Gökhan Töre, so, alles klar. Jetzt brauchen wir einen argentinischen Rechtsverteidiger und der braucht einen Strongling zu einem Franzosen. So stelle ich mir das zumindest gerade vor. Das wäre ganz schön, wenn wir das erreichen könnten. Der Walker kann strong gegen zwei Franzosen. Der braucht allgemein nur einen Strongling. Okay, das ist natürlich, das vereinfacht die ganze Sache nochmal. Gut, dass ich drüber nachgedacht habe. Mercado ist ganz gut, der spielt in einer anderen Liga, da brauchen wir, das brauchen wir. Jetzt brauchen wir einen französischen Linksverteidiger und auch der braucht einen Strongling und zwar einen gleichen, wie ihn Mercado hat. So, und ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wir gucken erstmal nach, was Mercado für Stronglings hat in seiner Liga. Also bei Sevilla im Endeffekt. Ich habe beispielsweise einen Carrico im Kopf, aber das kann ja nicht der einzige sein. Colo Gieja kam die noch, das ist ein Franzose tatsächlich sogar. Aber das hilft mir in dem Kontext jetzt nicht weiter. Carrico würde aber gehen, theoretisch. Die haben noch Rami und Colo Gieja. Ansonsten haben die leider anscheinend nichts. Die haben nur diese drei Innenverteidiger. Nicolas Pareja haben sie auch noch, aber der ist leider Gottes Argentinier himself. Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. In den Dream Squads. Ob die vielleicht nicht doch noch einen anderen Innenverteidiger haben. Sonst müssen wir mit Carrico arbeiten. Es wäre, wie gesagt, nicht schlimm. Aber. Ach, was mache ich da mit Portugal? Aber es wäre nicht optimal, wegen dem Spieler, den ich dann verwenden müsste, den ich zumindest im Kopf habe. Es kann sein, dass sich das noch ändert. Ne, haben nur diese. Okay, alles klar. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Ich weiß, wie ich es eigentlich machen könnte. Ich könnte es mit Ricardo Carvalho machen. Und die dann mit beispielsweise Gibril CDB. Aber vielleicht geht es auch anders. Ich brauche halt nur einen Linksverteidiger aus Frankreich. Carvalho gibt es gar nicht mehr. Oh, Rolando dann halt. Das ging ja auch. Gucken wir mal eben nach. Vielleicht hat auch Marcel gar keinen Stronglink da. Das würde dann dementsprechend gar nicht gehen. Was gucke ich denn jetzt hier? So. Marcel. Siehst du, Marcel hat nämlich gar keinen französischen Linksverteidiger, was natürlich jetzt mal richtig schön beschissen ist. Was machen wir jetzt? Wir können anderen. Das ist natürlich die Notlösung jetzt. Wir können anderen. Der Rechtsverteidiger nehmen wir jetzt Mercado. Rolando ist auch nur Silber. Mendes. Okay, Renn ging ja auch. Gucken wir ganz kurz nochmal nach außerhalb der Ligue 1. Renn dürfte sogar einen haben eigentlich. Fonte, ne. Wir können halt auch nur in die Serie A gehen. Nur in die BBVA gehen. Das ging ja auch. Dann müssten wir Tremolinas benutzen. Mercado. Innenverteidigung.
Kariko und Varan. Nee, Varan geht nicht. Rami und... geht auch nicht. Aber das ging auf jeden Fall. Alves. Kayari hat auch keinen Linksverteidiger aus Frankreich. Granada aber. Ist nur dummerweise die gleiche Liga. Ja, das bringt uns dann dementsprechend nichts. Aber es wäre cool gewesen. So, wir gucken nochmal ganz kurz nach dem Rechtsverteidiger. Sonst machen wir das so, wie ich es gerade gesagt habe mit der... Oder wir gucken kurz nach dem Linksverteidiger aus Frankreich in der Ligue 1 bei Rennes. Das würde auch gehen. Das gibt es sogar. Und zwar Ball. Okay, damit haben wir das mal abgeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch einen portugiesischen Keeper. Und ich feile dann daran, ob ich die anderen Optionen besser finde. Aber erstmal machen wir das Team jetzt fertig. So. Und zwar mit... Nein, Lupas geht ja. Patricio hat meine letzte Episode, aber... So, dann müssen wir diesmal wieder nehmen. Naja, macht ja nichts. So, alles klar. Zeit ist fast um. Allerdings haben wir... Oh, Zeit ist jetzt um. Perfekt, das war ja mal wieder eine Punktlandung. Es gibt nämlich eine Bestrafung. Ab jetzt in den 7 Minutes kurz, das habt ihr euch gewünscht. Und zwar, wenn ich das Team nicht innerhalb von 7 Minuten fertig bekomme, muss ich die Position, die bis dahin noch frei sind, mit Bronzespielern, die keinen einzigen Link zu irgendeinem anderen haben, auffüllen. Dementsprechend macht das Ganze nochmal schwieriger. Ja, ich denke mal, das ist eine ganz coole Neuerung. Allerdings habe ich das jetzt geschafft. Und ich habe es einfach nur vergessen zu sagen, wirklich, es tut mir leid. Ich guck mal nach, ob ich es irgendwie noch besser machen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist nicht No Links Wasted. Martial hat einen Strong Link zu Ball und den dürfte er gar nicht haben, weil jetzt geht das nicht auf und das nervt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Ich habe schon versucht, es umzudisponieren, das hat leider Gottes nicht funktioniert und dementsprechend, ja, ich hätte es wahrscheinlich so bauen müssen mit einfach so einem Stürmer, Strong Link auf rechts, dann hier zwei Strong Link Argentinier hin, also, weiß ich nicht, mit, zwei Strong Link Argentinier geht ja nicht. Hier noch ein Argentinier, der hier einen Strong Link hat oder so. Ja genau, hier beispielsweise Kane, Lamela, irgendein Argentinier, Strong Link, Perfect Link oder so und dann hier Linksverteidiger aus Frankreich, ein Perfect Link aus der jeweiligen Liga, in der der Spieler spielt und dann noch ein Torwart aus der Nationalität. So wäre es gegangen, jetzt haben wir es nicht so gemacht, dementsprechend führen wir dann noch einen Manager hinzu aus der Premier League, suchen einen Gegner und dann sehen wir uns, ach nee, warte mal, nicht Premier League. Da mal. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Team hat übrigens 5 Nationen und 5 Ligen, was gar nicht mal so schlecht ist dementsprechend. Das ist auf der Richterskala 10 von 12. Das ist definitiv in Ordnung. Wir haben, ja, ein Gegnerteam aus der Premier League. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist nicht sonderlich kreativ, aber auch nicht schlecht. Das ist übrigens ungelogen, mein erstes Spiel heute. Ich habe gestern gar nicht gespielt. Das letzte Mal Dienstag und das erste Ultimate-Team-Spiel seit Sonntag. Es ist Donnerstag. Das ist schon was anderes hier gerade. Es fühlt sich zumindest anders an. Und mal sehen, wie das hier werden wird gegen den Orca Keim mit seinem FC. Wie ist er? Reeperbahn? Ne, Kiezkicker, ne? Ach, ich weiß nicht mehr. Kreuzbandriss, genau, Kreuzbandriss. Rashford mit Tempo, Rashford mit dem Pfosten und Rashford mit dem 1:0. So schnell kann es dann gehen. Ja, das ist ein sehr overpowered Stürmer, das wissen wir ja alle dieses Jahr bereits. Alex Hunter. Also erstmal, dass ich ihn spiele, Ultimate Team und er trifft direkt nach 10 Minuten. Schöner Pass von Manega und dann guter Abschluss gegen den Pfosten. Aber er macht ihn ja nochmal rein. Och Gott, nee, komm, mach nicht wieder so einen Reis hier. Och nee, 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 nee. Wer war denn das gerade? Ich will es nicht wissen. Das war übrigens ein Tor gerade, was ich in der Weekend League so seit Ewigkeit nicht mehr erzielt habe, was einfach daran liegt, dass, oh Gott, das ist ja so schlecht verteidigt, was mache ich denn da? Dass ich aufgrund meiner Formation gar nicht die Spieler in dieser Konstellation und die Abwehr auch nicht. So einfache Tore schieße ich meistens mit dem 4-1-2-1-2 gar nicht. Aber vielleicht wird es ja dieses Wochenende besser. Ich spiele beide Male wieder mit 4-1-2-1-2. Da ist so viel Platz auf der Seite. Patricio mit einer ganz klasse Parade. Aber ich weiß nicht, warum der da so frei stehen konnte. Das war schlecht verteidigt vom Ball auf jeden Fall. Wir sind leider Gottes gerade nicht mehr in der Lage, nach vorne zu kommen. Aber da steht ja auch gar keiner. Wieder ein schöner Ball von Banega. Rashford ist schneller als Masuaku und vor allem als Robert Huth. Geht in die Mitte, macht das gut. Ja, und dann... Ja, da war dann irgendwie die Ballkontrolle nicht so da, wie ich sie gerne gehabt hätte. Das war aber auch wieder mal schlecht gemacht, dass ich da erst nach innen gehe und dann nicht direkt nach außen wieder. So, Mercado mit der Balleroberung. Vielleicht können wir hier mal eine Chance draus machen live. Rashford dreht sich schön. Wir spielen zurück auf Töre oder auch nicht. Wir spielen zurück auf Lanzini und Lanzini versucht. Naja, das war nicht gefährlich. Mendes ist nicht ganz so schnell wie Zaha. Und jetzt kommt die Flanke wahrscheinlich in den Rückraum. Nee, kommt sie nicht. Der Pass kommt. Wei, oh wei, oh wei, oh wei. Drinkwater haut den zum Glück daneben. Das war eigentlich ein Open Net fast schon. Aber das war auch schlecht verteidigt wieder. Ich weiß nicht. Das könnte mir natürlich jetzt noch zum Verhängnis werden. Das war auch ein scheiß Abstoß wieder.
Defoe. Okay, schön dazwischen. Dass er den dann reinmacht, ist schon beeindruckend, aber das war, oh, wei, oh, wie der sich da durchgewurschtelt. Was ist denn los? Mein Gott, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie scheiße. Mir geht aber offensiv auch irgendwie so gar nichts. Ich kriege keinen Ball irgendwie mal gefährlich in Richtung des Tores. Der versteht hinten sehr, sehr gut. Oh, wei. Und ich weiß nicht. Also, in der ersten Halbzeit hat mir Rashford ja noch gefallen, beziehungsweise sagen wir die ersten 10 Minuten. Aber seitdem gelingt mir hier allgemein gar nichts mehr. Und das ist ein bisschen ernüchternd. Oh, jetzt hat Martial da außen mal Platz. Da haben sie ihm zu viel Spaß. Space gelassen, wollte ich sagen. Schöner Turn, Pfosten natürlich. Aber Nachschuss auch direkt in die Arme. Naja, okay, es wäre auch nicht verdient gewesen irgendwie. Oh, wei, nee, komm. Drink. Oh Gott. Was ist los? Ich bin so schlecht. Mensch, das passiert mir normalerweise nicht, gerade in den 7-Minute-Squad, dass ich gar keinen Stich sehe und der Gegner ist nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht am Controller liegt, das gucke ich jetzt gerade mal nach, ob ich einfach, weil es ein neuer Controller ist, auch andere Controller-Einstellungen habe, aber jetzt glaube ich eigentlich nicht. Wenn in der Luft partiell mit Hilfe, Steuerpasshilfe mit Hilfe, da ist nichts dabei, was irgendwie, ja, das war Auto, okay, das ist vielleicht ein bisschen, aber ich weiß nicht, das ist ganz, ganz blöd irgendwie, weil ich nichts hinbekomme vorne, das ist auch irgendwie scheiße, weil das Team eigentlich gut ist. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich so lange nicht gespielt habe. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich komme einfach ohne zwei Stürmer schon gar nicht mehr klar. Oh, und dann steht der eigene Mann im Weg und fällt schnell. Also hier läuft ja wirklich gar nichts zusammen. Hier kann ich mir auch wirklich gerade eingestehen, dass der Gegner gerade komplett verdient gewinnt, weil ich, das passiert nichts hier. Ich spiele so schlecht. Boah, auch da kriegt er wieder noch einen Fuß dazwischen. Das gibt's ja nicht. So, die Ecke von Banega. Kondogbia. War auch nicht gut, der Kopfball. Kriegen wir vielleicht nochmal rein? Nee, Quatsch. Was ist denn das für ein Schwachsinn, Alter? Spielt euch doch nicht gegenseitig kaputt. Wei, oh wei, ich wollte gerade wechseln. Ich bin ja in dem Karrieremodus. Auch das wieder. Wie liegt der jetzt? Ah, Gott. Ist die Kritik von Gary Neville etwa gerechtfertigt? Der hat den ja jüngst angegriffen, den Martial, hat gesagt, dass der davon profitiert, dass der Druck momentan auf Ibra und Rooney lastet. Ansonsten würde der genauso kritisiert werden, weil der seit 6 Monaten nicht mehr liefert. Stimmt in gewisser Weise. Och, auch der Schuss wird abgefälscht. Er macht das hinten echt gut, muss man wirklich so eingestehen, aber der Lecker ist natürlich wieder zu einem genau richtigen Zeitpunkt. Fuck! Also ich glaube, ich habe in der zweiten Halbzeit nicht einen Ball aufs Tor, doch, der Schuss von Martial. Und jetzt mache ich ein Eckentor. Alter, das ist doch jetzt wieder lächerlich. In der 90. Minute, wer war's? Rashford, das wird ja noch besser. Ja gut, im Endeffekt, wie gesagt, das ist entschieden, das Spiel. 3-2 kriege ich jetzt auch in der 90. Minute nicht mehr irgendwie umgedreht. Mal wieder in der Liga eine Niederlage. Oh, das nervt mich jetzt, dass ich auch wieder Niederlagen bekomme. Schon eine Foot Champions hagelt. Meine Statistik ist dank Foot Champions mittlerweile schon richtig scheiße geworden. Oh, was war das denn bitte für ein Tackling? Egal, ist vorbei. Ja, und das ist natürlich jetzt nochmal beschissener, ne? Weiß ich jetzt nicht. Finde ich ziemlich kacke. Rashford Man of the Match hilft mir aber auch nicht weiter. Ja, wie gesagt, der Gegner hat das Spiel verdient gewonnen, gar keine Frage. Und ich habe noch 3 Spiele, um zumindest 3 Punkte zu holen. Ich weiß nicht. Naja, okay, das war's auf jeden Fall von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, passt auf euch auf, macht's gut. Mann, jetzt kriegen die mal die... Das ist doch... Haut rein und ciao.